Je suis Simon Wüstenberg, je suis le directeur de la brasserie depuis mars 2011, donc ça fait maintenant 9 mois que je suis là. On fête en 2011 notre 140e anniversaire, comme vous avez peut-être vu sur la bâche hein, qu'on a mis sur le bâtiment. C'est également une histoire qui n'a pas toujours été facile dès le début. Donc c'était déjà à l'époque, dans le 19e siècle, c'était une affaire international. Donc le groupe AB InBev a repris la brasserie en 2002 et eux ils ont fait la combination. Vous savez, on a maintenant 2011, on a eu une année, peut-être vous vous rappelez de ça, très difficile en 2010, où mon prédécesseur a annoncé la fermeture de la brasserie, mais également une crise qui nous a apporté une solution, ce qui va permettre de rester ici. Notre but est bien clair pour encore continuer avec ce success story que la marque Dikirs représente aujourd'hui pendant les années à venir. Man braucht heute niemanden mehr, keine Batterie von Leuten. Fünf Leute, die am Band sitzen und dort den ganzen Tag damit verbringen, Bügelverschlussflaschen zu verschließen. Alles heute automatisch. Brauereien sind heute moderne Betriebsstätten, weitestgehend automatisiert. Das heißt, die Arbeit des Brauers und Melzers erstreckt sich in der Regel darauf, auf Prozessüberwachung, Prozesskontrolle, über Regelungen, Prozesstechnik, Überwachung. Das Bier in der Brauerei Mosel-Diekirch wird auf traditionelle Weise produziert. Das heißt, nicht mehr so, wie man sich das vielleicht früher vorgestellt hat, dass Leute handwerklich sehr beschäftigt gewesen sind. Aber Sicherheit wird bei Anheuser-Busch immer ganz groß geschrieben. Auch hier Brauerei Diekirch als Vertreter der Zone Westeuropa kann sich glücklich schätzen. Wir sind im Verbund der Westeuropa-Zone die einzige Brauerei, die mehr als 3 Jahre Unfälle aufweisen kann ohne Ausfalltage. Das heißt, Unfälle, aus denen Ausfalltage resultieren würden, sind hier über 3 Jahre, fast 4 Jahre nicht vorgekommen. Bei uns hier in Diekirch, wir sind ja, das beliebteste Bier der Luxemburger.